von Trends wollen wir in den Digitalmobilität zur Grundlage der gesamten Arbeit unserer Partei wurden. Wir wollen die wirtschaftlichen Ergebnisse Doberschütz und das Gleichgewicht des Schreckens. Hörspiel in zwei Teilen von Tom Peukert. Teil 1. Regie Thomas Leutzbach. Ermela! Ja, ja, ist gut. Komm rüber, Ermela. Komm rüber. Das Hackfleisch ist ganz frisch. Na, nur hau rin, mein Junge. Danke, Ermela. Hast ja sonst keinen, mein Jutta. Ist ganz allein auf der Welt. Wie Ecke. Wenn man es genau nahm, war meine Nachbarin, die alte Irmela, Kriegerwitwe und Mindestrentnerin, noch ein bisschen einsamer als ich. Wir bewohnten beide auf der gleichen Etage des Hinterhauses eine Einraumwohnung. Lüchener Straße, Prenzlauer Berg, Ost-Berlin, Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Vermutlich würde ich eines Tages hier ausziehen. Eine Zweiraumwohnung mit Bad und bröckeligem Stuck an der Decke. Es war ein nicht allzu vermessener Traum für einen Bürger der DDR im Jahre 1982. Irmela würde nirgendwo mehr hinkommen, nachdem sie sich entschieden hatte, lieber den Gashahn aufzudrehen, als ins Altersheim zu gehen. Eines Tages würde man sie mit den Füßen voran aus ihrer Wohnung tragen. Aber einstweilen machte sie noch Bulettchen für mich. Auf Berliner Art. Mit Majoran, Kümmel und Knoblauch. Und? Hast du einen Zettel gefunden an deiner Türe? Ja, habe ich, Irmela. Ich habe gefragt, ob ich was ausrichten soll, aber der hat bloß gesagt, er schreibt auf, wann er wiederkommt. Du, der war was Besseres. So eine Type habe ich jedenfalls hier noch nie gesehen. Die Type war Professor Diethard Springer, Chefarzt an der Berliner Universitätsklinik Charité, Hirnchirurg, genauer der beste Hirnchirurg, den die DDR hatte. Springer kam genau zu der Zeit, die auf dem Zettel notiert war. Gesichtsfarbe grau, tiefe Schatten unter den Augen. In den Augen Panik. Panik und eine entsetzliche Wut. Meine Tochter, 9 Jahre. Sie ist entführt worden. Woher wissen Sie das, Herr Professor? Dass Ihre Tochter entführt wurde? Ich weiß es. Ja, wenn Sie Beweise haben, dann müssen Sie damit zur Polizei gehen. Ich bin sicher, die versuchen alles, um Ihre Tochter zu finden. Nein. Nein? Sie sollen sie finden. Bitte. Mein Name ist Frank Doberschütz, 30 Jahre alt. Geboren und aufgewachsen bin ich im Spreewald. Nach meinem Wehrdienst bei den Grenztruppen habe ich Kriminalistik studiert. 3 Jahre lang. An der Humboldt-Universität in Berlin-Ost. Sie haben mich rausgeworfen, weil ich ein paar Mal zu oft betrunken erschienen bin. Zu den Vorlesungen, zu den Praxistagen in der Abteilung K der Volkspolizeikreisämter, zu Parteiversammlungen. Lange wollte ich nicht wahrhaben, dass ich mich um den Verstand trinke. Bis die Sprachstörungen einsetzten. Beginnendes Korsakow-Syndrom, sagte der Arzt. Ich hatte mich damals an einem kühlen, verregneten Novembertag wegen meiner neurologischen Symptome nicht an den Polizeidienstarzt gewandt, der für uns Kriminalistikstudenten zuständig gewesen wäre, sondern die Praxis eines städtischen Allgemeinmediziners aufgesucht. Warum ich das tat, ich weiß es nicht mehr. Vermutlich hat es mir das Leben gerettet. Wenn Sie ab sofort keinen einzigen Tropfen Alkohol mehr trinken, Herr Doberschütz, ist es nicht ausgeschlossen, dass die Schädigungen sich zurückbilden. Sie sind jung, das Hirn erholt sich. Haben Sie mich verstanden? Ja. Es war die gewisse Restwärme in der Stimme des Arztes, Spurenelemente einer mir unbekannten Väterlichkeit, die in dem aseptischen Sprechzimmer zu einem Zusammenbruch führten. Wie gehst du denn mit deinem Leben um,
Junge. Ein Mann Mitte 20, der sich nicht erinnern kann, je zuvor geweint zu haben, wird von einem Heulkrampf überfallen. Der Arzt zeigte keine Scheu vor meinen Tränen und ermahnte mich auch nicht zu mehr Disziplin. Was hast du denn so Schlimmes erlebt? Erzähl mal, Junge. Viele verheulte Sätze später sagte er zu mir: Ich gebe dir Tabletten nur für ein paar Wochen. Irgendwann musst du alleine aufhören. Mit allem. Mit dem Suff und mit dem Gehorchen. Die Zeit wird dir helfen. Deine Schuld ist kleiner, als du denkst. Nachdem ich einige Wochen im Nebel der Medikamente verbracht hatte, tat ich genau das, was der Arzt mir geraten hatte. Ich brach den Kontakt zu meiner Vergangenheit ab und trank auch nicht mehr. Von einem Tag auf den anderen. Es tat weh. Entsetzlich weh. Im Prenzlauer Berg zog ich in eine leerstehende Hinterhauswohnung ein, direkt neben Irmela, die in mir sofort die leidende Seele erkannte. Sie verwöhnte mich mit Buletten und ihrer bedingungslosen Zuneigung. Sie spielte mir Lieder auf dem Akkordeon vor, wann immer ich sie darum bat. Nur, dass ich mich nicht an ihren rituellen Abendbesäufnissen beteiligen mochte, nahm Irmela mir übel. Weißt du, Frankie, das verstehe ich nicht. Dass du nicht bereist, wie gut das tut. Wie schön das ist, wenn du säufst. Da mit kein Morgen. Da wird alles so frei und so bunt. Nach meiner Exmatrikulation als Kriminalistikstudent hatte ich eine Arbeit an der Garderobe der Staatsbibliothek unter den Linden gefunden, wo ich die Mäntel der Besucher entgegennahm. 4 Stunden täglich für 3,80 die Stunde, so, hier bitte, Ihre Jacke, machte ein Monatseinkommen von etwas über 200 Mark. Zu wenig zum Leben, aber genug, um nicht nach Paragraf 249 StGB als Asozialer verfolgt zu werden. Die Staatsbibliothek war eine Fundgrube für Informationen aller Art. Hier gab es mehr Bücher als an jedem anderen Ort der DDR. Hier traf man Menschen, die sich beruflich mit den ausgefallensten Dingen beschäftigten oder auf andere Weise zu exklusiven Zirkeln gehörten. So, hier bitte, Ihre Jacke. Dankeschön. Der Hirnchirurg, Professor Diethard Springer, hatte mich zuerst an meinem Arbeitsplatz in der Bibliothek beobachtet, bevor er sich entschloss, mit mir Kontakt aufzunehmen. Sie haben einem Freund sehr geholfen. Er sagt, Sie sind zuverlässig, verschwiegen und furchtlos. Bitte helfen Sie mir. In meinem wahren Leben bin ich der einzige Privatdetektiv der Deutschen Demokratischen Republik. Zumindest habe ich nicht davon gehört, dass es im Land jemanden gibt, der einem vergleichbaren Beruf nachgeht. Natürlich besitze ich keinen Gewerbeschein. Der Versuch, mich als professioneller Detektiv registrieren zu lassen, würde direkt zu einem Strafverfahren führen. Wegen Belästigung der Behörden, wegen ihrer Verhöhnung. Sie würden meine Zurechnungsfähigkeit überprüfen lassen. Meiner Tätigkeit gehe ich im Verschwiegenen nach. Empfohlen nur durch die Mundpropaganda zufriedener Klienten. Meine Tochter ist nicht aus der Schule gekommen. Am Freitag. Abends bin ich zur Polizei. Und dann? Sonntag spät klingelt es an meiner Tür. 2 Herren, die sich nicht vorstellen. Mareike geht es gut. Sie befindet sich in einem sozialistischen Kinderheim. Sie haben mir ein Foto gezeigt. Mein Kind mit dem neuen Deutschland vom Sonnabend in der Hand. Hier. Was ist das? Das Foto von Mareike. Es ist kein Foto, das ist gemalt. Die Herren haben das Foto nicht aus der Hand gegeben. Ich durfte es kurz betrachten. Ich habe es aus dem Gedächtnis rekonstruiert. Nachgemalt. Mit allen Details? Zeitungsüberschriften und dieser ganze Hintergrund? Ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Hilfreich für einen Hirnchirurgen. Herr Professor? Ja? Warum ist Ihre Tochter in einem Heim? Was sollte der Besuch dieser Herren? Finden Sie heraus, wo mein Kind ist, ohne weitere Fragen, bitte. Hier, das ist für Sie. Nur ein Vorschuss. Er gab mir einen Umschlag. In seinem Inneren etliche 100-Mark-Scheine. Nicht die mit dem Kopf von Karl Marx. Es war der Kosmograph mit seiner schwarzen Mütze. Es war richtiges Geld. Westgeld. Was erwarten Sie von mir? Dass ich Ihr Kind ein zweites Mal entführe? Nein.
Das mache ich selbst. Versuchen Sie herauszufinden, wo Mareike ist. Bitte. Niemand darf wissen, dass ich bei Ihnen gewesen bin. Niemand, verstehen Sie? Rufen Sie mich nicht an. Wenn Sie etwas erfahren, kommen Sie in meine Sprechstunde. Sagen Sie, Sie hätten einen Tumor und brauchen eine zweite Meinung. Er sagte mir nicht alles, was er wusste. Es war keine Bagatelle. Es würde Schwierigkeiten geben. Das Foto, das Sie abgemalt haben. Ja. Ihre Tochter steht vor einer Wand. Links neben ihr, das ist vermutlich ein Wandbild. Ein Stück davon. Sehen Sie das auch so? Ja. Ich erkenne auf dem Wandbild ein Kind. Und dahinter, das sind möglicherweise Sonnenstrahlen. Ja, möglich. Und da ist noch etwas von links kommend über dem Kopf des Kindes. Das sieht aus wie ein Rohr. Was meinen Sie? Keine Ahnung, was das ist. Sind Sie sicher, dass genau diese Dinge auf der Fotografie zu sehen waren? Ich verbürge mich dafür. Für jede Einzelheit. Ich fand etwas über Professor Springer in den Katalogen der Staatsbibliothek. Die amerikanische Zeitschrift Neurosurgery, die im Haus von dazu berechtigten Wissenschaftlern eingesehen werden konnte, hatte ihn porträtiert. Springer operierte, was eigentlich nicht mehr zu operieren war. Der Autor nannte Springer ein Genie, wobei auch klar wurde, dass eine Menge Leute ihn für größenwahnsinnig hielten. Frankie, alter Garderobenknecht, was treibt dich in die Unterwelt? Tag, Magazinwürmchen. Ich brauche was zu lesen. Michel Foucault, Gesamtausgabe von Surkamp, kann ich dir besorgen. Wenn du mich ganz lieb bittest. Ich brauche was über Wandbilder. Kunst am Bau in der DDR. Bevorzugt Kinderheime. Glückliche Kinder. Immer lebe die Sonne. Sowas. Du meinst richtige Propagandascheiße? Mhm. Wer das malt und wo? Damit willst du dich beschäftigen? Ich liebe Kunst. In allen Varianten. Ich sag dir, was mit dir los ist. Du bist pervers. Ein perverser Garderobenknecht. Sozialistische Wandbilder. Höchstens bei den Kunstwissenschaftlern. Ganz weit hinten. Na komm, du schaffst das, Würmchen. Am nächsten Tag brachte mir Tanja, genannt das Magazinwürmchen, aus den Katakomben der Staatsbibliothek ein schmales Buch. Drei bildende Künstler wurden vorgestellt, die ihr Geld mit Auftragskunst an staatlichen Bauwerken verdienten. Einer von ihnen malte bevorzugt kindgemäße Motive. Gerhard Abich, Vorsitzender des Bezirksverbandes der bildenden Künstler in Dresden, Volkskammerabgeordneter, Träger des Vaterländischen Verdienstordens, Parteiveteran. Stilistisch schien es zu passen. Das Kind auf dem Foto, das Springer abgemalt hatte, sah ratlos in die Kamera. Sein Vater hatte nicht nur materielle Details intensiv wiedergegeben, sondern auch den Gesichtsausdruck seines Kindes. Man sah, wie tief es erschrocken war. Es wusste nicht, was es fühlen oder denken sollte. Es schien versteinert, bis in den letzten Winkel seines Herzens. Wie gut ich diesen Zustand kannte. Abich? Worum geht's, junger Mann? Mein Name ist Doberschütz. Ich promoviere. Kunstwissenschaft, Humboldt-Uni. Bildende Kunst als prägendes Element unserer Architektur. Und da bin ich auf Ihr Werk gestoßen, Herr Abich. Ich bin ein Fan von Ihnen, gewissermaßen. Ist aber schön. Na, kommen Sie rein. Kommen Sie. Alle Arbeiten, die in seinem langen Berufsleben entstanden waren, hatte Abich penibel in großen Fotomappen dokumentiert. Nach kurzem Suchen entdeckte ich das Bild. Diesmal in seiner ganzen Pracht. Das Rohr, das auf Springers Foto den oberen Bildrand zwischen Kinderfigur und Sonne durchschnitt, war die Kanone eines Panzers. Der Panzer füllte die linke Bildhälfte restlos aus. Das ist interessant. Das hier. Kinder im Sonnenschein und trotzdem auch die andere Dimension. Friedenskampf, genau. Sie wissen ja, wie kritisch unsere Wehrerziehung von manchen Zeitgenossen gesehen wird. Und das ist das, was ich an der Kirche, aber jetzt entschuldigen Sie bitte, zum Kotzen finde, diese Blauäugigkeit.
Kerzen und Halleluja gegen NATO-Hochrüstung. Den Gegner beschwatzen, dann legt er schon die Waffen nieder. Ja, verstehe. Wie viele Divisionen hat der Papst? Wissen Sie, wer das gesagt hat? Stalin? Josef Vissarionowitsch Stalin. Und darum geht's doch. Den verfluchten Hitlerismus besiegst du nicht mit einem Halleluja. Wie viele Divisionen hat der Papst? Und darum geht's. Kann man Ihr Bild eigentlich auch im Original sehen? Mein Bild? Na klar, das habe ich gemacht. Moment. Das habe ich vor 74. Kinderzentrum Hohenstein. Und da ist es noch zu sehen? Natürlich. Hohenstein, wo ist denn das? Bezirk Dresden. Ach, das ist doch gar nicht weit. Ach wo, eine knappe Stunde mit dem Auto. Haben Sie Zeit, junger Mann? Wollen wir hin? Ja, warum nicht? Na, kommen Sie, frisch auf. Machen wir einen schönen Ausflug mit meinem Auto. Kommen Sie. Als Künstler schien Abig materiellen Erfolg zu haben. Er besaß einen nagelneuen VW Golf, wie ihn die DDR seit kurzem aus dem Westen importierte. Kunst muss nach Leben riechen. Es geht nicht darum, was ich mir im stillen Kämmerchen ausdenke. Kunst ist konkret. Konkreter Mensch, konkrete Verhältnisse. Nicht bunte Quadrate und Kreise. Nicht der Quatsch, den ich letzte Nacht geträumt habe. Das ist keine Kunst. Das sind bloß Mätzchen. Das Kinderzentrum Hohenstein lag mitten im Wald. Mit seinem hohen Drahtzaun und dem Schlagbaum glich es einer Kaserne. Aber ich musste lange mit den Männern am Tor verhandeln, bis sie uns hineinließen. Sein Wandbild zierte den großen Speisesaal. Es war später Nachmittag. Ich fotografierte ausgiebig und hielt Abig mit interessierten Fragen hin, bis die ersten Kindergruppen zum Abendessen eintrafen. Auf unseren Kunstausstellungen sehe ich neuerdings Bilder von dürren Jünglingen. Bleich, als würden die Drogen nehmen. Arbeiter mit missmutigen Gesichtern. Ausgenagelte und verbrauchte Frauen. Ja, ist das wirklich unsere Welt? Sind das unsere Menschen? An einem der langen Tische, inmitten gleichaltriger Kinder, entdeckte ich ein Mädchen, das Springers Tochter sein konnte. Ich war mir nicht sicher. Als sie aufstand, um ihr Essbesteck abzuwaschen, entschuldigte ich mich bei Abig wegen eines dringenden Bedürfnisses. Mareike? Woher kennen Sie mich? Großes Indianergeheimnis. Wie geht's dir? Gut. Wissen Sie, wie es Papa geht? Dein Vater? Was ist mit ihm? Er kann sich nicht um mich kümmern, weil er im Krankenhaus ist. Darum bist du hier? Er hat einen Unfall. Ich bleibe hier, bis er wieder richtig gesund ist. Aha. Verstehe. Junger Mann, kommen Sie mal. Bestimmt holt er dich bald ab. Meinst du? Ich bin mir ganz sicher. Tschüss, du. Tschüss. Ich muss Ihnen unbedingt was erklären. Sehen Sie sich diesen Panzer an. Fällt Ihnen was auf? Na? An diesem Panzer stimmt alles. Da können Sie die Kettenglieder nachzählen. Aha. Keins zu viel, keins zu wenig. Wenn ich einen Panzer male ich einen Panzer. Die Genossen von der Volksarmee haben schon geschimpft mit mir. Gerhard, du arbeitest dem Feind in die Hände. Bei dir kann der Gegner unseren T-54 genau studieren. Ja? Guten Tag, ich möchte zu Professor Springer. Das geht nicht. Ich habe einen Tumor. Ich brauche dringend eine zweite Meinung. Tut mir leid. Wenden Sie sich bitte an die zentrale Aufnahme. Dort kriegen Sie einen Termin bei einem Kollegen. Ich möchte aber unbedingt zu Professor Springer. Mein Name ist Doberschütz. Frank Doberschütz. Sie haben doch gehört, Bürger, was die Kollegin gesagt hat. Aus der Tür zum Nebenzimmer, vermutlich Springers Büro, trat ein Volkspolizist. Begeben Sie sich in die zentrale Aufnahme. Dort hilft man Ihnen weiter. Aber... Kein Aber, Bürger. Ja, schon gut. Ich stand vorm Haupteingang der Charité und hatte keine Ahnung, wie ich meine Erkenntnisse an den Auftraggeber übermitteln sollte. Springer hatte mir verboten, ihn anzurufen. Seine Privatadresse kannte ich nicht.
seinem Büro saß ein Volkspolizist. Herr Doberschütz? Herr Doberschütz? Ja? Springers Sekretärin war mir gefolgt. Der Chef hat etwas für Sie hinterlassen. Ich soll es persönlich übergeben, falls er verhindert ist. Hier. Wo ist Ihr Chef? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Wegen dem Polizisten im Büro? Ja. Wo ist der Polizist jetzt? Oben, im Büro. Sehen Sie, dann können wir doch reden. Gehen wir einen Kaffee trinken. Gleich um die Ecke. Gut, machen wir. Der Chef ist drüben. Im Westen? Er holt oft Medikamente aus West-Berlin. Er hat ein Dauervisum. Vorgestern ist er nicht zurückgekommen. Seitdem haben wir die Polizei in der Klinik. Wussten Sie, dass er drüben bleiben wollte? Der Chef hatte gestern 4 Operationen. Ein Kind mit Glioblastom. Wir verstehen das alle nicht. Die Kollegen. Bei uns liegen ein Dutzend Patienten, die nur noch den Professor haben. Keiner weiß, was wir denen sagen sollen. Springers Sekretärin hatte mir ein Päckchen im A4-Format gegeben. Graues Packpapier, unbeschriftet. Was ist mit Springers Frau? Ist die auch drüben? Hat er Kinder? Eine Tochter. Seine Frau ist tot. Unfall vor 2 Jahren. Keine Ahnung, was mit seiner Tochter ist. In dem Päckchen befand sich eine Videokassette. Nichts weiter. Einen ganzen Tag lang war ich unterwegs, um einen Videorekorder zu besorgen. Was ist denn das, Frankie? Ein Videorekorder, Irmela. Ein Kino? Kriegen wir zusammen? Es war nicht einfach, Irmela zu erklären, dass es kein Heimkino für sie geben würde. Weißt du, wann ich das letzte Mal im Kientorp war? Das war Mitte 70er. Tivoli, raus in Pankow. Mit meiner Olle Rieke. Auch schon auf dem Friedhof. Hallo, Herr Edmann. Können Sie mich verstehen? Die Kamera war starr auf einen Mann gerichtet, der in einem Krankenhausbett lag. Sein Kopf war bandagiert. Ich habe sie operiert. Ja? Der Iraner? Sagen Sie Ihre Regierung. Der Patient schien das Bewusstsein zu verlieren. Die Aufzeichnung brach ab, ging aber nach kurzer Pause weiter. Dieselbe Einstellung, der gleiche Patient, offensichtlich etwas später aufgenommen. Wann hat Ihnen Professor Springer das Paket für mich gegeben? Vorgestern. Wie war das genau? Bitte erinnern Sie sich. Wie hat er Ihnen das Paket übergeben? Als er Besuch hatte. Er hatte Besuch? 2 Männer. Keine Ahnung, was die wollten. Der Chef hat gesagt, falls Herr Doberschütz hier auftaucht und ich nicht da bin. Und wo waren die Besucher, als er Ihnen das Paket gegeben hat? In seinem Zimmer. Haben die das mitbekommen? Ich glaube nicht. Der Professor war auf der Toilette. Als er zurückkam, hat er mir das Paket gegeben. Stecken Sie es weg, hat er gesagt. Und dann, was ist danach passiert? Sie sind gegangen. Wer? Die Männer? Der Chef auch. Und seitdem haben Sie nicht mehr gesehen? Danach kam die Polizei. Herr Edmann, erkennen Sie mich? Springers Flucht in den Westen war vermutlich eine Legende. Erfunden, um lästige Fragen zu vermeiden. Wer in den Westen ging, war unerreichbar. Warum hatte Springer unbedingt gewollt, dass ich diese Videoaufzeichnung zu sehen bekomme? Erdmann, ich möchte ein paar Tests mit Ihnen. Was sollte ich tun? Ich wusste, wo sie das Kind versteckt hielten. Aber sein Vater war verschwunden. Wer würde das Kind jetzt abholen? Aus dem Heim, aus dem Stein.
Können Sie mir etwas über einen Patienten namens Erdmann sagen? Erdmann? Professor Springer hat ihn operiert. Der ohne Akte? Tumor im Frontallappen? Ja. Erdmann. Viktor, glaube ich. Es gab keine Patientenakte. Kommt das häufig vor? Überhaupt nicht. Ich habe den Chef deswegen angesprochen. Frag lieber nicht, hat er gesagt. Ich habe seine Röntgenbilder, das reicht. Wo ist der Patient jetzt? Entlassen. 2 Tage nach der OP. Auf der Trage rausgeschoben. Völlig absurd. In Springers Umschlag hatten 500 Westmark gelegen. Nach dem aktuellen Schwarzmarktkurs entsprach das 4000 Mark Ost. Dafür musste ich 1,5 Jahre an der Garderobe der Staatsbibliothek arbeiten. Jeden Tag 4 Stunden lang. Ich hatte das Gefühl, noch in Springers Schuld zu stehen. Prost, Oberschütz. Prost, Petruschka. Sag mal, was trinkst du da eigentlich? Selters mit Zitronensaft. Wow, alter Draufgänger. Peter Petruschka war Korrespondent einer bundesdeutschen Presseagentur in Ost-Berlin. Ein dicker, asthmatischer Kahlkopf, der seine Jeans mit breiten Hosenträgern im Stars and Stripes Design trug. Deine Armut, die ist so unromantisch, Doberschütz. Dieses Loch, in dem du haust, ich fass es nicht. Wasser von der Decke, Schimmel an der Wand, ein Klo für 3 Wohnungen. Teilst du dir den Lokus mit der Alten von nebenan? Das ist Irmela, die Alte. Boah, ist ja grauenvoll. Petruschka hatte ich an der Garderobe der Staatsbibliothek kennengelernt. Uns verband eine Arbeitsfreundschaft. Petruschka kannte sich exzellent in Ost-Berlin aus. In der Welt der Nomenklatura ebenso wie in kritischen Zirkeln. Seine Neugier auf Geschichten aus dem wahren Leben der DDR war unerschöpflich. Also, hör zu. Es gibt einen Erdmann in eurem Ministerium für Außenhandel. Ich hatte ihn gefragt, ob er für mich etwas über einen Mann namens Viktor Erdmann herausfinden könnte. Ein Wirtschaftsfunktionär. Keine Ahnung, was der genau macht. Weißt du, wo ich den Namen gefunden habe? Auf einer Liste von Leuten, die letztes Jahr den Karl-Marx-Orden bekommen haben. Das wichtigste Stück Blech bei euch, was? Also, auf der Liste stand Erdmann zwischen lauter Figuren, die man gut kennt. Parteifunktionäre, Kombinatsdirektoren, Sportweltmeister. Hast du je den Namen Erdmann gehört? Mm-mm. Ich habe im Ministerium angerufen. Vielleicht kommt weiter. Stelle mich vor und sage, ich möchte jemanden porträtieren, der für die DDR Außenhandel treibt. Und da wäre ich dank dieser Ordensliste auf den lieben Viktor Erdmann gestoßen. Die waren völlig verwirrt. Ich soll mich gefälligst an das Presseamt wenden, wie nochmal mein Name ist. Na, da habe ich lieber aufgelegt. Ja, damit kannst du nicht viel anfangen, stimmt's? Mal sehen. Pass auf, ich sag dir ein paar Begriffe und du sagst, was dir dazu einfällt. Ein Spiel? Ich liebe Spiele. Was gibt's zu gewinnen? Noch ein Bier. Also, schieß los. Gut. Rotterdam. Rotterdam. Eigentlich nur der Hafen. Ja? Ja, da kommt das Öl an. Also, unser Öl. Ihr bekommt euer Zeug ja von den Sowjets. Wobei, neuerdings mächtig Trouble sein soll. Der Russe verkauft sein Öl nämlich lieber im Westen, weil er knapp bei Kasse ist. Iran. Ja, also wenn wir von Öl reden, der Iran, ja, das ist Öl. Gutes, kostbares Öl. 85%. 85%? Was soll das denn? Puh, wenn du 85%igen Schnaps trinkst, dann stirbst du. Komm, nächste Frage. Gleichgewicht. Gleichgewicht, oh weh, oh weh, oh weh, verlier nicht das Gleichgewicht, sonst holst du dir eine Beule. Gleichgewicht. Gleichgewicht des Schreckens. Mutually Assured Destruction, habe ich mal einen großen Artikel geschrieben. Funktioniert, seit der Russe auch die Bombe hat. Wer zuerst mit der Bombe schmeißt, der kriegt auf jeden Fall selbst eine ab. So, jetzt will ich noch ein Bier. Und bring mir zur Abwechslung mal ein kaltes, lauwarmes Bier, das schmeckt... Weißt schon. Ich habe keinen Kühlschrank. Du hast keinen Kühlschrank. Tut mir leid. Ist das hier die dritte Welt oder was ist das? Bist du eigentlich gerne arm, Doberschütz? Ich glaube nicht.
Du, Magazinwürmchen. Hey, Garderobenknecht, was willst du? Du hast mir mal von einem alten Herrn erzählt, der jeden Tag in Saal 3 sitzt und verbotene Bücher liest. Ein Experte für die Wirtschaft der DDR, hast du gesagt. Ah, du meinst Böckchen. Was, Böckchen? Böckchen lädt mich zum Kaffee ein und tatscht mir an die Wange. Und dann fragt er, ob ich ihn zu Hause besuche, abends. Er hat guten französischen Rotwein da. Ist er nun Wirtschaftsexperte oder bloß ein Böckchen? Ich war Ulbrichts Liebling, hat er zu mir gesagt. Und jetzt? Was bist du jetzt, habe ich ihn gefragt. Jetzt bin ich Honeckers Lieblingsfeind. Hm. Würdest du eigentlich mal mit mir ausgehen, abends? Hä? Was soll das jetzt? Naja, das ist doch eine einfache Frage, ob du mit mir ausgehen würdest. Natürlich würde ich mit dir ausgehen. Wenn du es genau wissen willst, ich würde sogar gern mit dir ausgehen. Wohin wollen wir? Wir könnten zusammen das Böckchen besuchen. Abends, wir trinken französischen Wein mit ihm. Es geht gar nicht um mich. Du willst nur wieder was wissen. Wir könnten uns trotzdem einen schönen Abend machen. Ich weiß nicht, was Böckchen davon hält, wenn ich einen Kerl mitbringe. Frag ihn. Ich finde, du nutzt mich aus. Vielleicht ein ganz kleines bisschen. Herr Erdmann, wie fühlen Sie sich? Das tut noch ein bisschen weh. Wissen. Will ich das? Jeden zweiten Tag kommst du mit was Neuem. Sozialistische Wandbilder. Dann willst du so einen alten Nussknacker kennenlernen, bloß weil der sich mit DDR-Wirtschaft auskennt. Bist du irgendwie krankhaft neugierig? Was hat Böckchen eigentlich gesagt? Er hat gesagt, wenn ich einen Kerl mitbringe, soll ich zu seinem Seminar kommen. Da ist es sowieso voll. Er redet über politische Ökonomie bei sich zu Hause. Und da gehen wir jetzt hin zu dem Seminar? Da gehen wir jetzt hin. Übrigens, heute Abend nichts französischer Rotwein, weil so viele Leute da sind. Schade. Finde ich auch. Professor Emeritus Siegfried Martinschinski. Unter den weiblichen Mitarbeitern der Staatsbibliothek auch das Böckchen genannt, empfing uns in seiner riesigen Belle-Etage-Wohnung. Ein Gründerzeithaus im Stadtbezirk Pankow, dessen Fassade immer noch vom Glanz des alten Kaiserreiches erzählte. Anwesend waren etwa 20 überwiegend jüngere Personen. Der Frauenanteil betrug mehr als 50%, was vermutlich auf den beträchtlichen Charme des alten Herrn zurückzuführen war. Ein gelehrten Kopf mit weißer Mähne und gewaltigen Augenbrauen. Man saß im großen, düsteren Bibliothekszimmer zu seinen Füßen und belauschte ehrfürchtig, was er über die politische Ökonomie des Sozialismus zu berichten wusste. Auch im Sozialismus gelten ökonomische Spielregeln. Eine Wirtschaft, die ihre Arbeit schlecht organisiert, die glaubt, auf materielle Stimuli verzichten zu können und die zentrale Rolle des Preises außer Acht lässt, eine solche Wirtschaft ist auf Dauer nicht lebensfähig, egal welche Eigentumsverhältnisse im Staat herrschen. Lenin hat das in den 20er Jahren erkannt, als er der Sowjetunion seine neue ökonomische Politik verordnete. Die Kosten der Produktion wurden genau beziffert. Bescheidenes Unternehmertum war erlaubt. Auch Staatsbetriebe hatten gewinnorientiert zu arbeiten. Lenins Nachfolger hielt das alles für Unfug. Der Prolet bekommt große Worte zu fressen, im Übrigen teilt man kräftig mit der Peitsche aus. So stellte sich Genosse Stalin die inneren Antriebskräfte einer sozialistischen Wirtschaft vor. Gewisse Parallelen zum geistigen Horizont heute führender politischer Repräsentanten sind keineswegs zufällig. Ich darf Sie auf einige aktuelle Probleme unserer Volkswirtschaft aufmerksam machen. Davon hören Sie nichts in den Nachrichten. Es handelt sich um Dinge, die selbst das Politbüro nur hinter vorgehaltener Hand bespricht.
Als Ulbricht 1971 das Zepter an seinen zu allen ökonomischen Narrenstreichen entschlossenen Kronprinzen abgeben musste, betrug die Verschuldung der DDR an den internationalen Devisenmärkten etwa 2 Milliarden Valutamark. Ein Bruchteil unseres jährlichen Nationaleinkommens. Diese Verschuldung hat sich nach mir vorliegenden Informationen binnen eines Jahrzehnts mehr als verzehnfacht. Die DDR ist kein souveräner Staat mehr. Wir sind bis zum Stehkragen verschuldet. Den wahren Zustand unserer Wirtschaft können Sie ablesen an einer grundsätzlich maroden Infrastruktur. Die Maschinen und Anlagen unserer Betriebe sind überaltet. Das komplette Schienennetz der Deutschen Reichsbahn ist gefährlich verschlissen. Die Altbausubstanz unserer Städte immer häufiger nicht mehr bewohnbar. Ich rede gar nicht von der Umweltkatastrophe. Unsere Luft ist schmutzig, die Flüsse stinken, in den Seen sterben die Fische. Es fehlen jegliche Mittel, um die zwar ineffizient, aber trotzdem unter Hochdruck arbeitende Industrie mit umweltschonenden Maßnahmen zu begleiten. So, ja, das mag für heute reichen. Ich danke für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Ich lade Sie gern zu einem Glas bulgarischen Rotwein ein, meine Herren, und ja, besonders meine Damen. Kommen Sie nach nebenan, in die gute Stunde. Herr Professor? Ah, Herr Professor. Der Begleiter unserer bezaubernden Bücherfee. Darf ich Sie etwas fragen? Ja, nur zu, mein Freund. Kennen Sie einen Viktor Erdmann? Ministerium für Außenhandel der DDR? Herr Professor? Wollen Sie mich provozieren? Nein. Wie kommen Sie darauf? Hören Sie, junger Mann, was ich Ihnen heute Abend erzählt habe, ist Staatsverrat. Aber Sie verhaften mich nicht, weil ich zu alt bin und weil ich ein paar einflussreiche Freunde in der Sowjetunion habe. Trotzdem gibt es Dinge, über die rede ich grundsätzlich nicht. Sie wissen, wer Viktor Erdmann ist, aber Sie wollen es mir nicht sagen. So ist es, junger Mann. Professorchen, Sie haben mir eben so imponiert mit allem, was Sie da erzählen. Sie sind ein richtiger Held. Und jetzt haben Sie Schiss wegen so einem komischen Erdmännchen? Wegen eines komischen Erdmännchens. Die sonnige Arroganz der Jugend. Wenn Sie dann in Hohenschönhausen Ihrem Vernehmer gegenüber sitzen, sieht die Sache ganz anders aus. Die DDR hat ein paar Geheimnisse, die werden vom Genossen Minister Mielke höchstpersönlich bewacht. Mit dem möchte nicht mal ich mich anlegen. Viktor Erdmann hat mit diesen Geheimnissen zu tun, wollen Sie das sagen? Ich will gar nichts sagen. Professorchen, kommen Sie. Einen kleinen Tipp für meinen Freund. Wir beide wollen doch französischen Rotwein trinken. Danjuschka, ist das ein unmoralisches Angebot? Was sonst, Professorchen? Fahren Sie an die Ostsee, junger Mann. Kabelsdorf, direkt an der Autobahn. Die Firma Imes hat eine neue Filiale eröffnet. Imes? Erdmanns Firma. Er ist der Chef von Sjanze. Aber seien Sie nicht so forsch. Die mögen keinen unangemeldeten Besuch. Zwei Zylinder, 600 Kubik, Luftkühlung und Lenkradschaltung. Ich liebe diese Kisten. 23 PS? 26, Petruschka. Seit der letzten Überarbeitung vor 14 Jahren hat der Trabant 26 PS. Guck mal, das Gaspedal, ich bin voll am Anschlag, mehr geht nicht. Wir fahren 105 Stundenkilometer, ist das nicht Wahnsinn? Dank seiner Informanten im Westen hatte Petruschka einige Dinge über die Firma Imes herausbekommen. Imes hat einen Firmensitz in Ost-Berlin, Friedrichstraße, aber es gibt auch einen hinter der Mauer, nee, Kudamm. Und einen in Hamburg und einen in Zürich. Verstehst du das? Nicht etwa Repräsentanz, Verbindungsbüro oder so, sondern Firmensitz. Einen im Osten und gleich mehrere im Westen? Was ist denn das? Imes ist eine DDR-Firma, das steht fest. Aber kein VEB. Volkseigentum? Nicht. Es gibt ein paar ähnliche Firmen. Transinter, Letex, Interport, Delta, lauter schwammige Fantasienamen. Die bilden zusammen eine Art Superfirma. Wenn man Leute fragt, die es eigentlich wissen müssen, wem gehören diese Buden denn nun? Zucken die mit den Schultern. Und dann hörst du Sachen wie,
Das gehört Honecker persönlich. Jedenfalls kannst du suchen, bis du schwarz wirst. Diese Firmen tauchen nie in den offiziellen Wirtschaftsberichten der DDR auf. Das Ganze ist a little bit foggy. Verstehst du? Ein Phantom. Eine Gespensterfirma. Deswegen bin ich auch gespannt, was wir gleich zu sehen bekommen werden. Für seine Informationen hatte Petruschka eine Gegenleistung verlangt. Ich sollte ihm alles über meinen Fall erzählen. Ich tat es, weil ich vermutete, damit Professor Springer nicht mehr schaden zu können. Nachdem Petruschka meine Geschichte gehört und auch das Erdmann-Video gesehen hatte, ließ er sich nicht davon abbringen, mich nach Kavelstorf zu begleiten. Aus Gründen der Tarnung, wie er sagte, hatte er einen Trabant 601 besorgt, mit dem wir nun über die Autobahn Richtung Rostock fuhren. Warum wollte dieser Hirnschneider dir unbedingt das Video zukommen lassen? Hast du eine Idee? Nein, keine, die mich wirklich überzeugt. Er hat Erdmann operiert. Wahrscheinlich ist es gerade passiert. Der Patient ist noch benommen und jetzt reden sie aneinander vorbei. Ja, vielleicht dokumentiert er den Zustand seines Patienten für medizinische Zwecke. Kann es denn sein, dass der Patient irgendwas erzählt, was der Professor nicht wissen soll? Kann sein. Ja, aber was? Was redet der da? Iran, Regierung, Rotterdam, Gleichgewicht? 85%. Richtig, 85%. Was auch immer das bedeuten soll. Wir verließen die sanften Hügel der Mecklenburgischen Seenplatte. Links und rechts der bröckligen Betonplatten wurde die Landschaft flach und karg. In der Staatsbibliothek gibt es Kataloge, die sind nur für Mitarbeiter bestimmt. Erweiterte Schlagwortsuche. Ich habe in den Karteikarten gewühlt. Es gibt tatsächlich ein Schlagwort 85%. Zwei Verweise. Beide führen zum gleichen Buch, in der Schweiz erschienen. Jetzt bin ich aber neugierig. Moderne Verfahren zur Urananreicherung. Ach du dicker Vater. Oh, weia. Uran 235 kommt in natürlichem Uran zu 0,7% vor. Für die militärische Nutzung wird es angereichert, immer mehr Prozente von diesem 235-Zeug. So lange, bis eine Grenze erreicht ist. Und diese Grenze... Ja, sie nennen es Weapon Grade, liegt bei 85%. 85%, das genügt, hat Erdmann gesagt. Was soll das denn werden? Kavelsdorf bestand aus wenigen Häusern, die sich ins Hinterland der Ostseeküste duckten. Es gab einen großen Stall und ein paar schäbige Hallen, in denen sie vermutlich ihre Traktoren abstellten. Nichts, was einer Firma ähnelte, die die weite Anreise gelohnt hätte. Ja, das Ortsausgangsschild. Das war's. Was machen wir jetzt? Fahr ein bisschen weiter. Welche Richtung? Fahr einfach. Etwa 1,5 Kilometer hinter dem Dorf, am Rande eines Waldstücks, entdeckten wir eine Straße in den Wald hinein. Für DDR-Verhältnisse war sie in einem unglaublichen Zustand. Ein breites, makellos schwarzes Asphaltband zog sich in völlig ebener Linie bis zum Horizont. Ein Schild erlaubte die Durchfahrt nur für Anlieger. Es war ein Genuss, über solch eine Straße zu fahren. Sogar im Trabant 601. Petruschka, halt an! Was ist? Da vorn. Was da hinter dem Wald im gleißenden Sonnenlicht auftauchte, war vermutlich die Firma Imes. Das riesige Gelände glich einem Hochsicherheitsgefängnis. Doppelte Zaunreihen mit Postenwegen dazwischen, Wachtürme, Hunde, Uniformierte mit Maschinenpistolen, die uns bereits entgegensahen. Leider wurde mir erst in diesem Augenblick die Bedeutung der Masten bewusst, die längs der Straße in regelmäßigen Abständen aufgetaucht waren. An ihren Spitzen befanden sich graue metallische Aufsätze. Videokameras, sogar drehbar gelagert. Schau dir das an, ey. Das ist scheiße. Auch Petruschka hatte mittlerweile die Uniformierten entdeckt. Er war akkreditierter Korrespondent, aber niemand hatte ihm eine Reise nach Kavelsdorf erlaubt. Petruschka schien den mächtigen Wendekreis des Trabant 601 zu kennen, deshalb versuchte er es gar nicht, sondern legte kurz entschlossen den Rückwärtsgang ein. Aber rückwärts war der Trabant auch nicht schneller als vorwärts. Vom Firmengelände raste uns ein Lader-Jeep hinterher. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Mensch, da vorne, fahr den Waldweg. Ah, Mensch, fahr zu! Ja, und raus!
Der und der Trabant? Scheiß auf den Trabant, lauf! Lauf! Die schießen auf uns! Die sind ja hier! Lauf! Lass mich drehen, Mensch! Lauf! Ich lasse mich doch nicht abballern, Mensch! Ich ergebe mich! Petruschka blieb stehen, hob die Hände und wartete auf die Verfolger. Ich rannte weiter, quer durch den Wald und musste feststellen, dass sie nach einigen Warnschüssen tatsächlich mit scharfer Munition auf mich zielten. Schmatzend bohrten sich Kugeln in die Stämme der Bäume oder sirrten als Querschläger durchs Unterholz. Irgendwann wurde es ruhig. Der Waldboden war sumpfig. Das würde es ihren Hunden schwerer machen. Vermutlich kontrollierten sie jetzt die nahegelegenen Bahnhöfe und Busstationen. Als ich eine Landstraße erreichte, stellte ich mich sofort an den Rand und hob den Daumen. Ich hatte Glück. Ein älterer Mann hielt an. Er fuhr nach Rostock und brachte mich direkt zum Hauptbahnhof. Die Bewacher der Firma Imes würden feststellen, dass Petruschka ein Journalist aus dem Westen war. Er hatte sich einem Ort genähert, den die DDR offensichtlich mit Argusaugen hütete. Petruschka hatte versucht zu fliehen, zusammen mit einem Begleiter, den sie nicht fassen konnten. Gründe genug, Petruschka nicht freizulassen, bevor er ihnen erschöpfend Auskunft erteilt hatte. Über den Grund seiner Reise nach Kavelsdorf und über die Identität seines Begleiters. Ich wusste nicht, wie standhaft Petruschka sein würde. Oder wie clever. Ich hatte ihn als einen abenteuerlustigen Menschen kennengelernt. Aber, wie Professor Maczynski schon sagte, was zählt das, wenn man erst einmal in Hohenschönhausen seinem Vernehmer gegenüber sitzt? Hallo? Was machen Sie in meiner Wohnung? Wo ist denn der Videorekorder, Doberschütz? Viehweg? Lutz Viehweg? Doberschütz, alter Psychopath. Was für ein Wiedersehen. Wo ist er denn, der Videorekorder? Ich weiß nicht, wovon du redest, Viehweg. Ich hoffe, du hast eine Genehmigung für das Eindringen in meine Wohnung. Ich hab einen Dietrich, Doberschütz. Das reicht erst mal. Ich will nur ein bisschen mit dir plaudern. So unter alten Kommilitonen. Lutz Viehweg hatte gemeinsam mit mir Kriminalistik studiert. Einer der besten Studenten. Uns allen war damals klar gewesen, dass er nach dem Studium sofort zum Ministerium für Staatssicherheit gehen würde. Was streifst du eigentlich, Doberschütz, hä? Bist du wirklich ein Clown geworden, der den Leuten an der Garderobe den Mantel hinhält? Er schien nichts von meiner Exkursion nach Kavelsdorf zu wissen. Im Sozialismus, Viehweg, ist jede Tätigkeit ehrenwert. Du bist Diplomkriminalist, ich bin Arbeiter. Willst du sagen, dass du mehr wert bist als ich? Halt die Schnauze, Doberschütz. Arbeiter. Du bist ein Assi, nichts weiter. Kommen wir zum Zweck deines Besuchs, Viehweg. Dietrich Springer, was fällt dir dazu ein? Keine Ahnung. Habe ich ihm mal den Mantel hingehalten? Warum war er hier? Warum war er in deiner Wohnung? Nein. Auch von meinem zweiten beruflichen Standbein schien Viehweg keine Ahnung zu haben. Sonst aber war er erstaunlich gut informiert. War er denn in meiner Wohnung? Pass mal auf. Wenn du mir nicht sofort erklärst, wieso Springer persönlich in deinem Assi-Loch auftaucht, nehme ich dich mit. Und dann reden wir in der Haftanstalt weiter. Du weißt, dass ich krank bin. Krank? Natürlich bist du krank. Ich hatte diese Sprachprobleme im Studium, erinnerst du dich? Weil du gesoffen hast wie ein Tier. Die Ärzte sagen, es ist vielleicht etwas anderes. Ein Tumor. Ich habe Kopfschmerzen jeden Tag. Professor Springer ist eine Koryphäe. Ich habe ihn angesprochen in der Bibliothek. Und dann gehst du nicht zu ihm in seine Sprechstunde, sondern er kommt zu dir nach Silfhausen. Ich war bei ihm. Er hat Röntgenaufnahmen gemacht. Und? Weiter? Die haben mir einen Brief geschrieben. Ich soll in die Charité kommen, wegen der Aufnahmen. Ich hatte Angst. Ich bin nicht hingegangen. Und dann stand plötzlich Springer vor meiner Tür. Ah. Hat er dir gesagt, dass du bald den Löffel abgibst? Er hat etwas gefunden.
Schatten. Er muss andere Aufnahmen machen. CT, so ein Superteil aus dem Westen. Red ruhig weiter. Ich bin in die Charité vor ein paar Tagen. Da war nur Springers Sekretärin und ein Genosse von der Volkspolizei. Ich habe meinen Namen gesagt, dass ich zu Springer möchte, wegen Tumor, eventuell. Aber der Professor war nicht zu sprechen. Das kannst du überprüfen, Vieweg. Der Genosse von der VP wird sich bestimmt an mich erinnern. Du, das werde ich überprüfen, Doberschütz. Verlass dich drauf. Wenn du Scheiße erzählt hast, bin ich schneller wieder da, als dir lieb ist. Eigentlich war damit alles gesagt. Aber Vieweg blieb sitzen. Einem Menschen wie dir ist ja einiges zuzutrauen, was, Doberschütz? Ich habe deine Akte gelesen. Mein lieber Schwan, da stehen ja interessante Sachen drin. Du bist ja ein ganz harter Hund. Wer hätte das gedacht? Ein Knipser. Hör auf, Vieweg. Genosse Unteroffizier Doberschütz. Jemand, der sich die Verdienstmedaille mal wirklich verdient hat. Einer von den ganz Verlässlichen. Voll ins Schwarze. Hat er nicht lange zu leiden, der Oberschüler. Weißt du eigentlich, dass er das genau an seinem 18. Geburtstag gemacht hat? So jung und schon so böse. Gut, dass wir Leute haben, die da keinen Spaß verstehen. Vieweg, hör bitte auf. Nein, nein, bewundere das, Doberschütz. Das muss man erst mal durchziehen. Ich kann natürlich überhaupt nicht mitreden. Das ist ein exklusiver Club, zu dem du gehörst. Viele fühlen sich berufen, nur wenige werden erwählt. Hör auf! Wo willst du denn hin, Doberschütz? Wo wollte ich hin? Wo wollte ich verdammt nochmal hin? Mit meinem flachen Atem, den Krämpfen im Bauch, einem schweißfeuchten Hemd. Wo wollte ich hin? Es war der alte Weg. Ein Reflex, der immer noch in meinem Körper wohnte. Darf's denn sein, junger Mann? Doppelter. Weiß oder braun? Korn. Kommt. Der alte Reflex hieß trinken. Trinken, bis das Bewusstsein verschwunden war. Die Erinnerung. Die Bilder. Nebel, der auf den Wiesen liegt. Der schlanke Schatten. Schwarzer Strich gegen die Sonne, genau im Mittelpunkt. Visier 100, Einzelfeuer. Ich sah Vieweks Gesicht vor mir, käsige Haut mit Aknenarben, schmale, blutarme Lippen, Reptilienaugen. Es gab kein Entkommen. Die Zeit halte nichts. Nichts. Überhaupt nichts. So, Körnchen, junger Mann. Wohl bekomm's. Doberschütz und das Gleichgewicht des Schreckens. Hörspiel in zwei Teilen von Tom Peukert. Teil 1. Die Rollen und ihre Darsteller: Frank Doberschütz, Felix Göser. Professor Springer, Götz Schubert. Tanja, Heike Warmuth. Petruschka, Laszlo Kisch. Lutz Vieweg, Thomas Arnold. Professor Marcinski, Otto Mellis. In weiteren Rollen: Kathleen Gavlich, Fritz Hammer, Eckhard Hoffmann, Udo Kroschwald, Harry Kühn, Helene Morgenstern, Martin Seifert, Karin Schröder und Ulrich Voss. Technische Realisation Peter Kainz. Komposition Jean Chimczak. Regieassistenz Anja Herrenbrück. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015.